Herzlich willkommen, liebe Familienforscher. Mein Name ist Katrin Heil und ich freue mich, heute die Gelegenheit zu haben, Ihnen mit Hilfe unserer Website des Staatsarchivs Leipzig mit seinem besonderen Referat Deutsche Zentralstelle für Genealogie und Sonderbestände vorstellen zu können. Ich arbeite seit 19 Jahren im Staatsarchiv Leipzig und bin dort seit November 2018 Referentin im Bereich Genealogie. Vielleicht erstmal ein paar kurze Informationen zu unserem Fahrplan. Zuerst werde ich Ihnen etwas zur Organisation und Geschichte des Sächsischen Staatsarchivs erzählen. Dazu nutze ich das Verwaltungsportal des Archivs auf der offiziellen Website des Freistaates. Von hier aus wechseln wir anschließend zum Themenportal Archivwesen, wo ich Ihnen unsere Beständeübersicht vorstellen möchte. Dabei stehen die genealogischen Unterlagen des Referats 33 im Mittelpunkt. Zum Schluss zeige ich Ihnen Möglichkeiten der Recherche. Beginnen wir also mit der Organisation, und das ist am einfachsten, wenn ich es Ihnen am Organigramm unserer Behörde zeige. Ich hoffe, das kommt nicht. So, und da sehen Sie, das Sächsische Staatsarchiv ist in 5 Abteilungen gegliedert. Uns soll es heute um die Abteilung 3 gehen, das Staatsarchiv Leipzig, und hier ganz besonders um das Referat 33, Deutsche Zentralstelle für Genealogie Sonderbestände. Um gleich ein bisschen mehr über unser Archiv erfahren zu können, gehe ich hier ins Menü und leite weiter zu den Kerninformationen zu unserem Haus. Wir sehen Abteilung 3. Gleich zu Beginn ist unsere Zuständigkeit geklärt. Das heißt, das Staatsarchiv Leipzig ist zuständig für die Archivierung von Unterlagen von Behörden, Gerichten, sonstigen öffentlichen Stellen im ehemaligen Direktionsbezirk Leipzig und ihrer Rechts- und Funktionsvorgänger. Der letzte Punkt ist eigentlich ziemlich wichtig, weil das bedeutet, dass wir Überlieferungen seit dem Mittelalter bei uns im Haus haben. Unser ältestes Stück ist eine Urkunde aus dem Jahre 1285. Darunter sehen Sie nochmal die Gliederung des Hauses und hier wieder explizit das Referat 33, Zentralstelle für Genealogie. Auf unsere Bestände gehe ich an späterer Stelle noch ein. Hinweisen möchte ich Sie noch auf die Kerndaten zu uns, also sprich unsere Besucheradresse, die Öffnungszeiten und unsere Kontaktdaten. Ein ganz bisschen zur Geschichte möchte ich natürlich auch erzählen, das halte ich aber kurz. Und zwar beschränke ich mich da auch auf die Geschichte des Staatsarchivs Leipzig. Es ist nicht so alt wie das Hauptstaatsarchiv, das ist schon 1834 gegründet worden. Das Staatsarchiv Leipzig dagegen erst 1954 und damals auch als Außenstelle des Landeshauptarchivs Dresden. 1965 ist das Staatsarchiv eigenständig geworden und das Jahr 1995 war für uns dann ein ganz besonderes, weil erstens sind wir in den Archivzweckbau nach Leipzig-Kaunsdorf umgezogen und zweitens wurde uns die Deutsche Zentralstelle für Genealogie angegliedert. Diese Zentralstelle ist vielen Genealogen ein Begriff. Sie wurde 1967 in Leipzig gegründet und hatte sozusagen die Aufgabe, die genealogischen Sammlungen und Bestände in der DDR zu sichern, zu verwahren und benutzbar zu halten. Im Zuge dieser Übernahme 1995 oder der Eingliederung gelangten zahlreiche genealogische Unterlagen in unser Haus, also zum Beispiel Kirchenbuchunterlagen, Ahnenlisten, genealogische Nachlässe und Sammlungen, Personenkarteien, die beliebten Ortsfamilienbücher sowie viele genealogische Publikationen, die also auch online im Katalog recherchierbar sind, und zwar im Südwestdeutschen Bibliotheksverbund. Ja, das vielleicht erstmal im Groben dazu. Wenn man in einer Behörde ist, muss man auch ein bisschen was zu Zahlen und Statistik sagen. Auch das nur kurz über das Archiv in Zahlen. Und da begeben wir uns mal ins Jahr 2018. Damit Sie einen Einblick bekommen, über wie viel Schriftgut wir eigentlich verfügen. Und Sie sehen es hier, 2018 haben wir 107.183 laufende Meter Akten verwahrt. Hinzu kommen natürlich noch die speziellen Archivalienarten. In Leipzig allein, also nicht im gesamten Archiv, sondern nur in der Abteilung 3, werden ungefähr 22.000 laufende Meter Akten verwahrt. Ja, das ist kein statischer Bestand. Wir bekommen jedes Jahr natürlich Schriftgutzuwachs und das sieht man hier oben. Im Jahr 2018 hat das gesamte Archiv also über 1.100 laufende Meter Schriftgut übernommen und auch elektronisches Archivgut im Umfang von 25 Gigabyte.
Ja, also das soll es zu den Zahlen schon gewesen sein. Und jetzt würde ich tatsächlich den angekündigten Wechsel vornehmen und ins Themenportal Archivwesen wechseln. Ja, und da sehen Sie gleich zu Beginn unser Flaggschiff sozusagen, das Hauptstaatsarchiv in Dresden, das älteste in der Runde. Ja, und hier der beliebte Suchschlitz, den ignoriere ich jetzt aber an der Stelle. Das Thema behandeln wir dann etwas später noch. Und einige verschiedene Themenfelder, die Sie bei Bedarf anklicken können. Also zum Beispiel Recherchetipps oder eben Hinweise zur Nutzung von Archivgut. Das können Sie dann alles hier abrufen. Aber ich möchte zuerst mit Ihnen zu unserer Beständeübersicht. Ja, also, die sehen Sie hier. Unsere Bestände sind also gegliedert, wie üblich im Archivwesen, nach historischen Schichten. Und da beginnt die Überlieferung bei uns also mit der Markgrafschaft Meißen. Es kommt das Königreich und der Freistaat Sachsen, das Land, die Bezirke und seit 1990 wieder der Freistaat. Innerhalb dieser historischen, ja, Zeitscheiben sozusagen, sind die Behörden, die Bestände der Behörden eingeordnet in hierarchischer Folge. Hinzu kommen neben dieser historischen Gliederung verschiedene Gebiete, die vor allen Dingen in den staatlichen Archiven der neuen Bundesländer zu finden sind. Hier zum Beispiel die Herrschaften, der Bereich Wirtschaft, Parteien, Organisationen und Verbände. Das hängt damit zusammen, dass beispielsweise die Rittergüter, die sich vor allen Dingen hier verbergen, und auch Privatfirmen 1945 verstaatlicht worden sind, in Staatseigentum und, übergingen, genauso auch wie ihr Schriftgut eben. Und deshalb die Überlieferung ins Staatsarchiv gelangte. An der Stelle stutzt vielleicht der ein oder andere, ja, wir haben also auch Schriftgut von Kommunen. Die haben ja eigentlich ihre eigenen Archive, aber in dem Fall ist es so, das handelt sich also um Schriftgut, das vor 1990 zu uns gelangt ist, zum Beispiel, weil die Kommunen nicht geeigneten Räumlichkeiten hatten, um das Archivgut zu verwahren und zu betreuen. Ja, wir haben also auch Vereine und Vereinigungen überliefert, zum Beispiel berufsständische Vereinigungen, aber auch Sportvereinigungen. Hier unten kommen wir jetzt zu den beiden Bestandsgruppen, die wahrscheinlich für die Familienforscher am interessantesten sind. Da haben wir einmal die Nachlässe. Scroll ich mal runter, da sehen Sie, die sind nochmal untergliedert, Fürsten, Familien und Einzelpersonen. Die Fürsten haben ihren Nachlass nicht bei uns in Leipzig, sondern der ist direkt im Hauptstaatsarchiv in Dresden. Aber ich gehe mal in den Punkt hinein. Und da sehen Sie, hier werden allerdings jetzt alle Nachlässe des gesamten Staatsarchivs aufgeführt. Aber Sie sehen, es startet mit Familiennachlässen. Und eine Besonderheit, die nur für Leipzig in Frage kommt, ist der Bereich hier unten. Hier kommen nämlich ganz, ganz viele genealogische Nachlässe, die also durch die Zentralstelle für Genealogie in unser Haus gekommen sind. Nachfolgend, soweit will ich jetzt eigentlich nicht runterscrollen, kommen dann noch die normalen, in Anführungszeichen, Nachlässe. Das ist das eine. Und das zweite sind die Sammlungen und hier explizit die Sammlungen zur Personen- und Familiengeschichte. Da schauen wir jetzt auch mal rein. Und hier muss ich ein bisschen ausführlicher werden. Dieser Bereich, die genealogischen Sammlungen oder Sammlungen zur Personengeschichte, setzen sich eigentlich aus zwei großen Dingen zusammen. Einmal aus der Überlieferung der genealogischen Vereine und einmal aus den familiengeschichtlichen Sammlungen des Reichssippenamtes. Ich würde gerne kurz was zu den Vereinen sagen und hier unten sehen Sie schon, das ist also der Verein Zentralstelle für deutsche Personen- und Familiengeschichte Leipzig. Der ist also 1904 gegründet worden und hat sich zum Ziel gesetzt gehabt, die genealogischen Forschungsergebnisse aus dem deutschsprachigen Raum an einer Stelle zu konzentrieren. Hat dabei umfangreiche Sammlungen angelegt und ist im Prinzip, auch so vom Namen her hört man schon, so ein Vorläufer der Zentralstelle für, späteren Zentralstelle für Genealogie. Die Überlieferung eines weiteren Vereins sieht man hier. Das ist der Verein Roland, ebenfalls Dresden. Dessen Überlieferung liegt aber in Leipzig. Und seine Besonderheit ist, dass er einen Gesamtkatalog der Personalschriften und Leichenpredigten im deutschsprachigen Raum angelegt hat, der also auch später nach
dem Kriegsende noch ergänzt wurde. Und darin findet man also auch die kleinen Sammlungen an Leichenpredigten. Das ist für viele von großem Interesse. Ja, dann ein weiterer Verein, die Deutsche Armengemeinschaft, ebenfalls Dresden. Und diese Ahnengemeinschaft, dieser Verein ist entstanden im Zuge der Organisierung eines Ahnenlistenumlaufes. Und die dabei entstandenen Ahnenlisten sind also in dieser Ahnenlistensammlung zusammengeführt. Allerdings muss man sagen, dass es hier große Verluste während des Zweiten Weltkriegs gab. Trotzdem ist diese Sammlung nach 1945 weitergeführt worden und heute sehr umfangreich. Eine weitere schriftliche Überlieferung aus der Tätigkeit des Vereins ist die legendäre AStK. Die kennen vielleicht einige von Ihnen. Das ist die Ahnenstammkartei des deutschen Volkes. Und auf über 1,1 Millionen Karten sind hier also Personen, Familienstämme verzeichnet, die zusammengeführt wurden, diese Daten aus der Ahnenlistensammlung und aus verschiedenen anderen genealogischen Quellen. Ja, und dann ein ganz beliebter Bestand für Genealogen sind die genealogischen Mappenstücke. Hier ist sozusagen Schriftgut zusammengeführt, das Einzelpersonen eingesendet haben, das aber auch aus Vereinstätigkeit stammt. Das sind zum Beispiel unveröffentlichte Manuskripte, Zeitungsausschnitte, Familienblätter und Ähnliches, die also nicht in der Bibliothek aufzustellen sind. Ja, und hier dieser große Komplex, die familiengeschichtlichen Sammlungen des Reichssippenamtes. Diese Sammlungen sind also direkt aus der Tätigkeit des Reichssippenamtes in der Zeit des Nationalsozialismus entstanden. Die Kernüberlieferung besteht aus verfilmtem Material, also vor allen Dingen die Kirchenbücher und auch die jüdischen Personenstandsunterlagen, die also bei uns überliefert sind, diese Filme. Ja, die werden auch häufig genutzt. Vielleicht sei an der Stelle auch mal gesagt, es ist kein abgeschlossener Bestand, genealogischer Bestand sozusagen. Also weder die Nachlässe sind abgeschlossen, noch der Sammlungsbereich. Also wir sind immer bestrebt, weiterhin Nachlässe zu übernehmen. Und weiterhin nehmen wir natürlich Ahnenlisten an, auch in elektronischer Form. Und natürlich auch die beliebten Ortsfamilienbücher. Das sei an der Stelle nochmal ergänzt. Ja, wie versprochen, würde ich jetzt gerne zeigen, wie man nun in diesen ganzen in dieser ganzen Beständeübersicht zurechtkommt mit der Suche. Da gehen wir aber zuerst auf unsere Bestände. Ja, da sehen Sie eigentlich gleich schon die Möglichkeiten der Suche so ins Auge springen. Bevor wir da also wirklich praktisch werden, würde ich Ihnen gerne noch mit auf den Weg geben, einige Dinge zu beachten. Das erste steht schon gleich hier oben. Sie sehen es. Beachten Sie bitte, dass nicht alle Findmittel elektronisch vorliegen. Ganz wichtig, Sie finden also nicht alles hier online, sondern manche Dinge sind einfach nur analog im Archiv vorhanden. Das nächste ist, nicht alles Schriftgut, was bei uns im Archiv liegt, ist auch schon wirklich erschlossen. Auch das muss man im Hinterkopf behalten. Und vor allen Dingen nur ein winziger Teil ist digitalisiert und online recherchierbar. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass bei personenbezogenem Schriftgut Schutzfristen bei der Benutzung zu beachten sind. Das heißt, das Archivgesetz legt Schutzfristen fest und personenbezogene Akten können erst 100 Jahre nach der Geburt der Person oder 10 Jahre nach deren Tod freigegeben werden. Und ganz zum Schluss sei gesagt, von der gesamten behördlichen Überlieferung, die also entsteht in den Behörden, in den Ämtern, übernehmen wir nur rund 2%. Der Rest wird vernichtet. Das bedeutet, es kann nie alles da sein. Ja, das vielleicht so im Vorfeld der Suche. Und dann gehen wir mal in die Praxis und am besten gleich in die beliebteste Suche über den Suchschlitz, die freie Suche. Ja, da habe ich natürlich den Klassiker genommen, und zwar die Suche nach einem Familiennamen. Na, da kommt er schon. Und ich hoffe, wir finden jetzt auch die entsprechenden Treffer. Ja, also 143 Ergebnisse für den Familiennamen Umbreit. Da sage ich jetzt als Benutzer, gut, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Das möchte ich gerne filtern. Und da stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.
Ich habe ja gerade gesagt, heute ist das Thema das Staatsarchiv Leipzig. Demzufolge grenzen wir das schon mal auf die Abteilung 3 Leipzig ein. Ich möchte den Bestand finden, der die meisten Unterlagen zur Familie Umbreit enthält. Und da sehe ich schon, es gibt ein Familienarchiv eben bei uns. Viele andere Bestände enthalten den Namen auch noch. Es ist schön zu sehen, dass eben auch in der staatlichen Überlieferung und auch in der Wirtschaftsüberlieferung zum Beispiel Fundstellen vorhanden sind. Ja, und dann grenze ich noch den Zeitraum der Suche ein. Ich nehme jetzt mal 1850 bis 1900 und aktualisiere die Suche. So, ich erhalte mit dem Filtereinsatz 24 Ergebnisse. Das ist ja schon schön begrenzt. Ich könnte jetzt hier unten, sehen Sie in die einzelnen Archivalien hineingehen. Das mache ich an der Stelle jetzt nicht, sondern gehe mal direkt in den Bestand Familienarchiv Umbreit, um Ihnen zu zeigen, wie so ein Bestandsblatt aufgebaut ist, was für Informationen Sie hier erhalten. Wir sind also jetzt direkt im Bestand Familienarchiv Umbreit und Sie sehen hier oben die Kernangabe zur Datierung. Sie wissen, wie umfangreich der Bestand ist, also 2,87 laufende Meter. Und hier unten haben Sie eine Menüleiste, wo Sie auswählen können, was Sie interessiert. Man landet automatisch in der Gliederung des Bestandes und da können wir ja jetzt mal in einen Punkt hineinschauen. Nochmal die genealogischen Arbeitsmaterialien. Sie sehen, es ist weiter untergliedert, Familienchroniken. Und hier in dem Punkt sehen Sie jetzt, was alles überliefert ist zu diesem Thema. Ich gehe mal in die Nummer 45 hinein, direkt in die Verzeichnungseinheit. Ja, und da sind Sie jetzt sozusagen direkt an der Akte mit der Nummer 45. Und Sie erhalten neben dem eigentlichen Aktentitel, den Sie oben schon gesehen haben, noch Zusatzinformationen, nämlich die Chronik hat ein Inhaltsverzeichnis, sie enthält Fotografien und Todesanzeigen. Diese Akte wäre also unter Nummer 45 bei uns zu bestellen. Gehen wir nochmal zurück auf das Bestandsblatt, denn ich möchte Sie wirklich gerne noch auf was hinweisen, was immer so ein bisschen hinten runterfällt, und das ist schade. Da machen sich die Archivare nämlich viel Mühe, die zu erstellen, die Einleitung. Ich empfehle Ihnen, die also wirklich immer zu lesen zu den Beständen, weil Sie erfahren schon im Vorfeld sehr viel zu diesen Unterlagen. Nämlich hier zum Beispiel Informationen über die Bestandsbildner. Das ist in dem Fall, also sind das Personen, es geht aber genauso zu einer Firma oder Behörde. Sie erfahren das zur Bestandsgeschichte und Bearbeitung. Was ist also mit dem Bestand geschehen im Archiv, wann ist er ins Archiv gekommen, wer hat ihn abgegeben, Überlieferungsschwerpunkte, was ist also prägnant an diesem Bestand, was sind die häufigsten Schriftgutarten darin, Hinweise für die Benutzung. Hier ist es jetzt der Fall, also da gibt es zum Beispiel datenschutzrechtliche Einschränkungen und das ist ein guter Hinweis schon im Vorfeld einer Benutzung. Für Sie am interessantesten dürfte fast dieser Punkt sein, Verweis auf korrespondierende Bestände. Hier sind also immer Bestände angeführt, die auch noch Schriftgut zu Ihrem Thema enthalten. Und vorhin, als ich im Filter den Bestand ausgewählt habe, haben Sie ja gesehen, dass einige Sachen schon aufgeführt waren. Der war mit aufgeführt, der Bestand Börsenverein und auch die Mappenstücke. Die Ahnenlistensammlung allerdings nicht. Das liegt daran, dass sie noch nicht online verfügbar ist. Und demzufolge finden Sie hier aber die Information, aha, zu der Familie gibt es also auch noch eine Ahnenliste, die ich auch unter der Nummer bestellen kann. Ich konnte sie eben nur online noch nicht sehen. Das sind so die Informationen, die in der Einleitung hergibt. Also ich lege sie Ihnen wärmstens ans Herz. Ja, so viel vielleicht erstmal zur freien Suche. Die systematische Suche würde jetzt laufen über unsere Beständeübersicht, also hier auf der linken Seite. Und da habe ich beschlossen, mal Bezug auf eine staatliche Überlieferung zu nehmen. Also man sollte auch immer dieses Schriftgut mit im Hinterkopf behalten. Und vielleicht hier mal das Beispiel, Sie haben in den Suchschlitz den Namen eines Vorfahren eingegeben. Sie wissen genau, der war an einer sächsischen Landesschule, nämlich an der in Grimma, aber es kommt kein Treffer. Da bleibt Ihnen als wirklich gute Alternative die systematische Suche. Und die Landesschule Grimma, die gab es schon im 16. Jahrhundert. Das heißt, wir gehen in die erste historische Zeitscheibe. Und hier
in die Erblande, zu den Grimma gehörte, und suchen uns das Sachgebiet Schule, Kultus und Unterricht und sehen hier die Landesschule Grimma. Gucken wir in den Bestand. Das kennen Sie jetzt schon vom Familienarchiv Umbreit. Sie haben wieder die Kernangaben zum Bestand, also die Laufzeit und auch den Umfang. Und wir sind wieder in der Gliederung gelandet. Wir suchen also einen Schüler, ihren Vorfahren, der dort Schüler war. Wir sehen, aha, es gibt Schülerangelegenheiten und hier tatsächlich Schülerverzeichnisse. Und an der Stelle sehen Sie auch, warum Sie mit der Schlitzsuche nicht weitergekommen sind, nämlich diese Schülerverzeichnisse sind nicht namentlich erfasst worden. Das heißt, hier gibt es wirklich nur die Titelangabe sozusagen Schülerverzeichnis und weitere Informationen erstmal nicht. Wir können jetzt mal in ein Schülerverzeichnis hineinschauen. Mal gucken, ob man noch weitere Informationen erfährt. Also, Sie haben die Signatur, Sie haben die Datierung, das haben wir eben schon gesehen. Hier gibt es einen kleinen Enthältvermerk, also Sie könnten sich auch über die Kopfnoten, sprich das Benehmen Ihres Vorfahren an der Landesschule informieren. Diese Akte müssten Sie dann also wirklich oder dieses Verzeichnis direkt vor Ort einsehen. Ja, vielleicht noch ein weiteres Beispiel zum Schluss. Gehen wir davon aus, Ihr Vorfahre war kein Schüler, sondern Lehrer an der Schule. Da gehen wir nochmal zurück in den Klassifikationspunkt Schule. Sehen da wieder die bekannten Punkte. Und es gibt tatsächlich auch die Personalangelegenheiten der Lehrer und Beschäftigten. Personalakten sind da ein Fundus für Familienforscher. Und schauen wir mal, Sie waren wieder nicht erfolgreich bei der Suchschlitzanfrage. Und hier erkennt man wiederum, warum das der Fall war. Diese Personalakten sind nicht nach den Personennamen aufgeführt, sondern nach Buchstabenabschnitten. Da können wir auch nochmal in eine reinschauen, ob da weitere Informationen zu finden sind. Das ist nicht der Fall. Also hier bleibt es bei dem Aktentitel und den Bestellangaben. Auch da müsste dann wieder vor Ort recherchiert werden. Gut. Es gab ja noch die dritte Möglichkeit der Suche. Da gehe ich nochmal auf unsere Bestände zurück. Nämlich die Suche vor Ort in den Abteilungen. Hier steht auch nochmal, für die meisten Bestände liegen Bindmittel in Papierform vor. Wie gehen Sie jetzt vor, wenn Sie direkt in der Abteilung recherchieren wollen? Ich empfehle Ihnen unbedingt eine schriftliche Anfrage per E-Mail oder per Post, weil bei einem Telefonat kann man eigentlich keine präzisen Auskünfte zu so speziellen Anfragen geben. Da geht es nur allgemein. Ich empfehle Ihnen auch keinen Spontanbesuch in einem Archiv, weil wir haben keinen Vorlauf für die Recherche und es kann sein, dass zu Ihrem Thema gar nichts bei uns überliefert ist und dann kommen Sie umsonst. Oder aber es ist etwas da, in verfilmter Form und Sie haben kein Filmlesegerät reserviert. Also besser vorher schriftlich anfragen. In Ihrer Anfrage formulieren Sie bitte präzise, wonach Sie suchen. Und teilen uns auch das mit, was Sie schon wissen. Also personenbezogene Daten sind da ganz wichtig. Ja, und dann bekommen Sie von uns die Mitteilung, ob wir etwas haben oder nicht. Wenn etwas da ist für Sie zur Einsicht, dann können Sie das direkt vor Ort benutzen, kostenlos. Sie können zum Beispiel auch selber Scans anfertigen oder einige Akten sind oft zu fotografieren. Wenn Sie nicht selbst kommen können, können Sie einen Recherchedienstleister beauftragen. Da gibt es also auf unserer Webseite auch eine Liste, die Recherchedienstleister aufführt. Wir selbst als Mitarbeiter des Archivs recherchieren nur in Ausnahmefällen und auch zeitlich begrenzt und natürlich gegen Gebühr. Ich empfehle Ihnen immer, die selbstständige Eigennutzung im Archiv vor Ort. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen einiges Neues über das Staatsarchiv und seine genealogischen Bestände und die Recherche erzählen und würde mich freuen, Sie demnächst als Benutzer bei uns begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen.